Guten Morgen, Leute! Ich bin hier mal wieder gerade bei meinem Porridge. Yes. Hab mir das gerade zubereitet. Ich muss immer checken, ob ich hier überall Schoki habe. Ich finde das so unhöflich, wenn ich mit euch rede und mein ganzer Mund voll Schokolade ist. Deswegen Käffchen. Was sagt ihr zu meiner Frisur? Wir sind jetzt wieder an dem Punkt angekommen, wo ich dringend zum Friseur muss. Keinen Bock habe, zum Friseur zu gehen und die Haare aber nicht mehr dann offen lassen kann, weil das einfach, ja, zumindest nicht am dritten Tag, wenn ich sie nicht frisch gewaschen habe. Aber ich gehe jetzt gleich ins Beintraining, beziehungsweise könnte man auch eher sagen ins Booty-Training, denn, wie ich ja schon öfter erwähnt habe, neues Ziel, sehr, sehr großen Booty bekommen. Und ich habe mir gerade überlegt, ich könnte euch den mal mitnehmen. Was haltet ihr davon? Ich mach's einfach. Ich nehme euch jetzt gleich mal mit ins Gym und versuche mal die ein oder andere Übung abzufilmen. Yes, genau. So wird's gemacht. Ich gönne mir jetzt hier noch den Rest von meinem Porridge. Da ist übrigens von der... ich habe eine neue Milka-Schokolade. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie sie heißt. Gingerbread irgendwas. Auf jeden Fall so geil. Die ist da drauf. Und normale dunkle Schokolade und Beeren. Ja, ich habe es schon zerstört, sonst würde ich es euch zeigen. Aber ihr wisst eh, wie es aussieht. Yes, das wird gemacht. Kaffee noch getrunken. Gym, nehmt euch mit. Also, und weil euch das auch interessiert, mein Gewicht... pendelt sich aktuell gerade so ganz gut eigentlich ein auf den 67 Kilo. Ich bin damit ganz froh. Immer wenn ich mal auswärts essen gehe, dann steigt es ein bisschen, weil dann zieht mein Körper Wasser und Salz. Und ja, das ist normal. Aber solange ich so ungefähr auf den 67, 68 bleibe und das mit meinen 2000 Kalorien, ich akzeptiere einfach keine weniger Kalorien, bin ich super happy und ja... Tu jetzt einfach den Körper so gut trainieren und formen, dass das irgendwann auch am Bauch sich dann in andere Regionen verteilt. Ist halt immer noch ein bisschen nervig, dass sich alles am Bauch ansetzt. Aber das können wir uns nicht aussuchen, Leute. Wir können nur darauf achten, dass wir unserem Körper genügend und gute Nährstoffe zuführen und hart trainieren. Und das machen wir jetzt. Also, bis gleich. So, ich bin jetzt hier im Gym angekommen. Ich werde mal versuchen, alle Übungen zu filmen, solange der Akku hält. Und mache dann einfach das Voice-Over, wenn ich zu Hause bin. Also, wir starten mit der ersten Übung. Let's go. Viel Spaß beim Zuschauen. So, herzlich willkommen, meine Lieben, zu diesem Voice-Over meines Glute and Leg Days. Ja, ich werde euch ein bisschen was erzählen, habe mir auch ein paar Notizen gemacht, deswegen schaue ich immer mal aufs Handy. Ich starte hier mit der ersten Übung und zwar mit den Abduktoren für den Glute als erste Übung, genau. Und zwar, wie ihr dort seht, ist ziemlich anstrengend. ich halte mich fest mit meinen Händen. Ihr könntet auch euch an den Griffen festhalten. Wichtig ist einfach, dass ihr euch festhaltet, dass ihr nicht rausrutscht aus dem Sitz, dass ihr den Oberkörper in eine gestreckte Position bringt, also ein bisschen quasi euch vorbeugt und den Oberkörper streckt. Ich habe jetzt hier nur eine ganz kurze Pause gemacht, 5 Atemzüge und dann direkt weitergemacht. Ich gehe da immer bis ans Maximum, mache das 3 Sätze und wie gesagt jeweils mit 5 Atemzüge Pause, könnte man sagen. Genau. Also ich ändere auch nicht das Gewicht. Soll ruhig richtig schön anstrengend sein. Genau. Das ist sozusagen die erste Übung. Achtet auch immer drauf, dass ihr schön diese Mind-Muscle-Connection habt. Also wirklich auch im Po das Ganze spürt, ja. Da geht es dann nämlich direkt weiter. Hier ist auch Mind-Muscle-Connection wieder ganz wichtig. Ist eine richtige Hassliebe, die Hip Thrust. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, wisst ihr das. Wie doll ich die gerne mag, nicht. Ja. Aber es ist einfach so eine wichtige
Übung für den Booty, denn da kann der echt richtig, richtig gut wachsen. Hier ist es wichtig, dass ihr die Füße fest am Boden positioniert, dass ihr den Oberkörper auch fest auf dem Rückenpolster stabilisiert. Also je nachdem, wie ihr das jetzt macht, entweder an so einer Maschine oder eben auch freie Hip Thrusts mit einer Langhantel, Rücken immer schön stabilisieren und dann versuchen zu vermeiden, dass ihr aus der Wirbelsäule arbeitet, sondern halt wirklich die Bewegung über Beugung und Streckung der Hüfte ausführen, ja. Ist gar nicht so einfach, aber versucht einfach wirklich da euren Core, also den Bauch und Rücken richtig gut anzuspannen. Es fällt mir auch nicht immer ganz leicht, aber schön anspannen, den Core, Füße stabilisieren, Rücken stabilisieren. Und wenn ihr hochkommt, ruhig ein bisschen oben verweilen und Booty anspannen und auch wieder in den Gedanken den Muskel spüren. Also diese Mind-Muscle-Connection, die macht wirklich viel aus. Mag man nicht meinen, ist aber so. Genau, und hier versuche ich auch wieder bis zum geht nicht mehr zu arbeiten. Ich glaube, ich war auch ganz schön K.O. am Ende auf jeden Fall. Was da auch hilft, ist ein gutes, genau. Gutes Intra-Workout, Leute. Haribo, schnelle Kohlenhydrate. Ich lieb's. In der Diät hat's einfach nicht reingepasst, in der Prep. Aber jetzt gönne ich mir da doch immer mal ein bisschen was. Ja, jetzt haben wir hier eine Übung, auch Glut fokussiert und natürlich auch hintere Kette, also hinterer Oberschenkel, die Hamstrings, die Kurzhanteln, ja, die wandern hier die gesamte Bewegung entlang der Beine und die Schulterblätter versuchen wir nach hinten unten zu fixieren und Spannung im Lat aufzubauen. Fällt mir auch nicht so leicht, vor allem wenn die Gewichte so schwer sind. Ja, es ist auch nicht wirklich meine Lieblingsübung, aber der Coach hat gesagt, dass die sehr wichtig ist. Es ist ein Hinge und das ist einfach sehr, sehr gut für Booty und hintere Kette. Und ich mache da halt erst ein Topset mit 50 Kilo und dann zweimal noch Back-Off-Sets mit, was habe ich da für ein Gewicht, 47,5. Genau, und da einfach auch so ein bisschen tolerieren, dass sich die Knie so dürfen sich auch ein bisschen beugen, aber wichtig ist halt, dass ihr wirklich eng am Körper, an den Beinen runtergeht, ja. Und auch hier wieder versucht, das Gefühl in den Hamstrings zu bekommen und im Glut. Auf jeden Fall sehr, sehr gute und geile Übung. Jetzt muss ich mal schauen, was als nächstes kommt. Ah ja, ich weiß es genau. Und zwar haben wir jetzt nämlich nochmal, nachdem wir ordentlich schon mal die Hamstrings gestartet haben zu demolieren, geht es nochmal direkt weiter. Hier liegende Leg Curls. Ja. Auch da versuchen, mit dem Oberkörper wirklich liegen zu bleiben, also auch die Hüfte nicht in die Höhe zu heben und sich wirklich darauf zu fokussieren, dass das gut in den Hamstrings ankommt. Eben war das auch noch sehr glutdominant und hier haben wir wirklich isoliert nochmal die Hams, weil in der Hinge-Bewegung, in den RDLs von eben, ist halt auch viel Glut mit drin, ne? Das ist jetzt hier nicht der Fall. So, und hier die Leg Press. Boah, das liebe ich ja, muss ich sagen. Habe ich ganz neu im Plan. Und zwar haben wir da wirklich die Fußstellung sehr hoch auf der Trittfläche positioniert. Und das wiederum führt nämlich dazu, dass ihr maximalen Fokus auf dem Glut habt und jetzt hier nicht auf den Hamstrings. Wenn ihr nicht auf den Quads, Entschuldigung. Wenn ihr die Quads eher trainieren wollt, dann müsst ihr die Füße weiter unten positionieren. Genau. Und da haben wir sie jetzt eben ein bisschen weiter oben positioniert und somit können wir gut den Glut treffen.
versuche da wirklich so weit runter zu kommen wie auch möglich und dass die Knie nicht nach innen gehen. Ist gar nicht so einfach, wie ihr hier bei mir auch seht. Ich kämpfe doch bei den letzten Übungen sehr, dass ich da weit nach unten komme. Wenn ich aber so wenig Gewicht nehme, dann spüre ich das halt auch gar nicht richtig, ne? Also, ja. So, davon habe ich auch 3 Sätze gemacht. Und jetzt kommen wir mal zum Schluss. Müssen wir natürlich auch ein bisschen die Quads nochmal isoliert trainieren. Was heißt ein bisschen, ne? Ich habe da auch wieder 3 Sets gemacht mit 5 Atemzüge Pause dazwischen. Das killt mich einfach jedes Mal komplett. Also ich bin da wirklich richtig, richtig am Arsch gewesen. Sorry für die Ausdrucksweise. Genau.